hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Triforce Heroes. Ich bin Kyurex, aber ihr könnt mich auch gerne den Tomaten-Euro nennen, wenn ihr das möchtet, denn die Tomatenmark ist ja inzwischen veraltet. Und jetzt werde ich mit dem Tomatenmann ein neues tomatiges Abenteuer erleben. Steht uns dabei bei. Hi! Geben wir direkt einen Silberschrein rein? Ja, ne? Oh, es hängt schon wieder. Silberschrein? Alle wollen den Silberschrein. Ey, das ist jetzt ein Lauf. Ich sag dir, das wird. Oh, ja. Ich will mal hoffen, dass das wird. Aber es ist ja schon das letzte Level. Für uns. Das ist das letzte... Ja, stimmt. Das stimmt. Ich nehme wieder mal... Ich will auch so einen Anti-Rutschanzug. Ich glaube, ich kann mir inzwischen auch leisten. Das Problem ist, du brauchst ja danach nicht mehr. Ja, nur das um stimmt Items schon. Zu aber wenn du weitere Ressourcen sammeln willst, dann hilft das, glaube ich, schon so ein bisschen. Ach, bestimmt kann man das noch gebrauchen. Flip, flip. Ich denke auch. Ach, ja. Also, kannst du den dann kaufen danach? Da habe ich kein Problem. Du kannst sogar live zeigen dann. Ups, was macht Alter, guck mal, ich zeig dir erst mal. So geht das. Dankeschön. Hast du den Part eigentlich schon angefangen? Ja. Okay. Schramser. Ja, liebe Leute, der Einstieg in diesen Part war wahrscheinlich etwas chaotischer. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es gemacht habe. Wir haben einfach du warst voll beim Zocken mit dabei. Du hast gar nicht daran gedacht. Let's play, was ist das? Oh, das wird schon. Das klappt alles. Ja, ja. Ihr werdet das verstehen. Oh, hier eine Qualle. Wollen wir mal die Qualle aus dem Drömel hauen? Können wir gerne machen. Aber funktionieren die eigentlich genauso wie diese Musikdinger? Ja, so ein bisschen ja. Aber ich weiß nicht, ich höre ja keinen Sound an, ob dazu auch Musik kommt. Ansonsten nee, es macht nur Bling, Plong, Bling, Plong. Bling, Plong, Bling, Plong. Ja, genau so. Du bist richtig gut im Simulieren, sozusagen. So tun als ob. So tun als ob, das kann ich gut. Ich habe das geübt. Ja. Oh, das ist. Haben wir dieses Level nicht schon zusammen gemacht? Das haben wir schon zusammen gemacht. Wie gesagt, wir hatten das ganze Eislevel im Prinzip mit Chrissy schon abgeschlossen gehabt. Und danach hast du diesen kleinen technischen Fauxpas gehabt. Nicht als mittlerweile fast 2 Jahre oder über 2 Jahre Let's Player, also fast 3 Jahre schon, völlig nachvollziehen kann. Ohne Mist. Also ich kann das nachvollziehen, wenn mal technisch irgendwas voll in die Hose geht. Und deswegen, liebe Leute, spiele ich gerne mit dem Mob zusammen. Der ist verständnisvoll, schlau, schön und extrem sexy. Und das sage ich als Kerl, der nicht an anderen Kerlen interessiert ist. Und der Kurex ist sehr sarkastisch. Nein, nein, nein. Also hat angefangen mit sehr schlau, hat schon angefangen, weil ich dachte, da stimmt doch was nicht. Ich meinte extrem schlau, ich bitte um Verzeihung. Flip! Ja, ich muss auch sagen, mit dir zusammen zu spielen, macht durchaus sehr viel Spaß. Ich finde das, ja, es macht mir wirklich, das macht richtig viel Laune. Ich finde, das kann man auch weiter ausbauen. Ich meine, wir müssten natürlich mit einem dritten Kumpel, mit dem wir uns besser absprechen könnten, wäre es noch besser. Aber nicht aus Sympathiegründen, also ich brauche keinen Gegenweg zu dir, sondern einfach nur, oh, wer ruft da? Bist du das? Nein, der Andi ist das. Nee, der Andi ist voll Stress. Ich glaube, wir sollten mal zu Andi gehen. Vergiss deinen Text nicht, aber wer das mit Andi zufriedenstellen? Der ist nämlich, bis jetzt finde ich der beste Mitspieler. Das stimmt, das stimmt. Ja, und den haben wir gerade zufriedengestellt. Aber liebe Leute, ich spiele heute auch nicht nur mit Moft alleine, weil er so unglaublich viel Raum benötigt. er macht sich wieder über mein Gewicht lustig. Nein, nein, nein. Also, wie viel Raum du einnimmst, das ist ganz allein deine Sache. Und die Sache des Nutella-Glases, das gerade neben dir steht und schon wieder leer ist. Nein, ganz im Gegenteil. Es geht darum... Au, au. Das war ich gar nicht. Sie nennt's Doppelbett, ich nenn's... Sofa. Nein, ich nenn's Hocker. Nein, erklär ruhig. Du warst bei der Erklärung, ich habe uns wieder völlig rausgebracht, nur um einen kleinen Witz zu droppen. Das ist aber schlecht. Nichts geht über den guten Witz, aber manchmal, jetzt denkt sich der Zuschauer, der wollte gerade was erzählen. Der Kurex wollte was erzählen. Was labert denn für ein Scheiß? Ich glaube, ich habe auch ein bisschen Scheiße. Also erstmal, liebe Leute, ich habe überhaupt nichts gegen Leute mit ein bisschen Übergewicht. Ne? Das war ja nur so dahingesagt. Ich wollte nur den Moff so ein kleines bisschen ärgern. Ganz im Gegenteil, ich mag's, wenn's viel ist. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, was wollte ich denn nochmal sagen, Moff? Ich hab's jetzt ganz vergessen. Keine Ahnung, ich weiß nur, was viele Zuschauer sich jetzt vorstellen. Okay, Moff ist also fett. Ja, das ist der erste Gedanke. Genau, diese Vorstellung wollte ich irgendwie jetzt gerade wieder vermeiden. Aber nein, du hast mich jetzt gerade gefestigt. Ich glaube, du hast das viel gefestigt jetzt gerade. Ja, es tut mir leid. Du wolltest, glaube ich, erwähnen, warum wir heute zu zweit aufnehmen und nicht zu dritt. Ich glaube, das war so der Ursprung. Ja, also der Grund, dass wir zu zweit aufnehmen und nicht zu dritt, ist, weil Moft einfach zu viel Raum benötigt. Der ist so unglaublich viel Moft, dass es einfach nicht anders ging. Okay, ich versuche es nochmal. Liegt daran, dass die anderen, ich hatte nämlich noch einige andere Mitspieler geplant, unter anderem zum Beispiel, ich schaff's nicht zuerst. Wer war da noch dabei? Toshi Jena, mit dem ich auch schon aufgenommen hatte. Und, oh, warst du das gerade? Der Salatschädel? Ja, der Salatschädel, genau, der Kugelkopf Marimo. Oh, Entschuldigung. Marimo war das? Moment, jetzt mache ich das mal.
Ich schaff das. Der hier schafft's. Nein, er schafft's nicht. Nein. Ich bin doch drauf stehen geblieben. Und dann wollte ich auch noch mit Cybergamer aufnehmen, der sich da auch schon angemeldet hatte. Und ich hab's fast geschafft. Und mit Chrissy, aber keiner von denen hatte heute leider Zeit. Ich glaube, der könnte sein. Deswegen hat er heute mit mir gespielt, weil kein anderer Zeit hatte. Ich fühle mich wie früher. Nein, also Moft soll möglichst immer dabei sein, auch wenn das aus zeitlichen Gründen leider nicht immer klappt. Ja, das leider ist. Das ist doch so kotzen. Du hast es schon geschafft? Nee, doch. Nein, ich bin auch gerade. Eigentlich? Okay. Ich glaube, das hier könnte. Nein, das war zu spät. Okay, das war viel zu spät. Das war auch zu schlecht. Der hält uns wirklich für so richtig, richtig, richtig scheiße. Aber wir sind ja auch gerade richtig, richtig. Ach Gott. Nein, das war wieder zu früh. Pass mal auf, wenn es in der Mitte ist, glaube ich. So. Warte mal, ich will nur mal was ausprobieren. Und es war richtig. Du warst gut. Ja! Ja! Ich war gut! Dankeschön. Wie konnte das passieren? Ich war gut! Oh Gott, ich bin so dumm gewesen gerade. So, was wollte ich sagen? Ja, also diese Leute, die wollten alle mit uns spielen und keiner hatte heute Zeit. Das tut dem aber keinen Abbruch, denn Moft ist ein derartig guter Mitspieler, dass er gut für 5 ist. Wir sind also quasi gerade zu 7 unterwegs. 7? Ja. Weil das viel Raum braucht. Aber jetzt weil das so unglaublich viel Raum braucht. Weil Moft, das steht ja auch nicht für Master of Disaster ursprünglich, sondern für Massive, also Masse. Einfach nur Masse. Auch was heißt Masse auf Englisch? Das fängt garantiert nicht mit M an, oder? Was? Wie? Masse, das Wort für Masse. Auf Englisch. Das ist Mass einfach. Ja, Mass. Einfach nur Mass. Also Mass of. Oh Gott, ich kriege den Gag nicht zusammen. Tut mir leid. Moft ist fett. So, das war alles, was ich sagen wollte. Heute fällen wir so ein bisschen beim Kommentieren. Auch das kriegen wir hin. Flop. Ach, weißt du, es gibt doch Leute, die haben dich und mich, glaube ich, abonniert. Da gucken unsere beiden Kanäle, die sind das gewöhnt. Ja, das stimmt. Warum macht er das eigentlich gerade? Ich würde sagen, wir machen zuerst das andere. Er will das gleichzeitig machen, aber nein, ich glaube, das ist zu früh. Also, vielleicht auch doch. Genau, ihr schafft das. Ja, super. Oh, super. Das Deck wieder. Aber seltsamerweise ist es bei dem Spiel manchmal nicht so ganz lebensentscheidend. Wie zum Beispiel beim COD oder so. Da leckt's ja und du bist tot. Ja, das stimmt. Lass mich los, Leute. So. Ja, das stimmt natürlich. Also hier hat man immer Zeit. Also es geht hier eigentlich eher um das Lösen von Rätseln. Das Kämpfen steht ja fast eher so ein bisschen im Hintergrund. Deswegen tun die Lags nicht viel. Aber ja, bei COD, wo du halt auch gegeneinander spielst und es bei einigen flüssiger läuft als bei anderen, ich glaube, da ist das dann schon eher ein Problem. Oder Mario Kart, wenn du einfach fährst, leck und du hängst quasi in der Wand. Beim nächsten, wenn es wieder kommt, aktualisiert. Yeah. Das ging wirklich schnell, da hat er recht gehabt. Da kann man ruhig mal loben hier. Ja, wir loben. Ich mache auch mal so ein bisschen so, yeah, super. Yeah, yeah. Aber pass auf, dass wir nicht übermotiviert werden. Ach, sind schon 5 Minuten um. Kurex ist super sexy. Ah, vielen Dank. Dankeschön. Das war ganz spontan. Das kam nicht so. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass das auch sehr überzeugend geklungen hat. Ich gebe mein Bestes. Ich war ja auch. Das ist aber auch die Wahrheit, oder? Tief aus dem Grunde meines Herzens kam's. Sehr schön. Ich bin immer gewöhnt, dass ich hier rutsche. Und ich rutsche nicht. Das ist total strange. Wenn du denkst, okay, jetzt ist Eis, du musst rutschen. Dabei läuft das alles. Oh ja, Motivation. So ein bisschen Motivation muss man. Nein! Nein! Was ist hier los? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Na gut, dann sind wir wohl wieder rausgeflogen. Aber wir wissen, wie es weitergeht. Liebe Leute, wir schalten am besten genau an der Stelle wieder rein. Tut mir leid. Sag mal tschüss, Moft. Nein, Karl, ich bin traurig. Warum funktioniert das Spiel nicht? Ich will's doch spielen. Ich weiß es doch auch nicht. Schau, Leute. Das ist doch auch nicht. Hier sind wir rausgeflogen, oder? Ich glaube, sind wir hier raus? Dann sind wir zurück, Leute. Wir sind zurück. Also ich glaube, dass wir hier rausgeflogen sind. Also wir schalten uns hier auf jeden Fall rein. Ein schlimmes Kurzzeitgedächtnis. Ja, das ist nicht so gut, wenn man so viele Hämmer auf den Kopf bekommt. Das liegt daran. Hammer-Time. Hammer-Time. Der Typ hatte auch nur ein, zwei Hit gehabt, dann war er raus, oder? MC, war es MC Hammer, ja. MC Hammer, ja, ich glaube schon. Also, ach so, ja, richtig, hier war ja was. Ach doch, hier waren wir schon. Ball ist gleichzeitig auslösen. Du hast das drauf, oder? Ja, das wird schon passen. Yay! Aber leider reicht das noch nicht ganz, denn wir müssen den anderen auch noch mitnehmen. Ich nehme ihn mal. Ja, so. Trump. Und das da war ich wieder zu sehr alleine unterwegs. Das tut mir leid. Ach so, du warst das? Nee. Alles in Ordnung. Okay. Du hast überhaupt nichts falsch gemacht. So, okay, so. Da haben wir es. Aber hier waren wir schon, ne? Ja, da kommt jetzt noch ein Abschnitt. Ja gut, da sind wir doch an der falschen Stelle eingesprungen, ist aber nicht so schlimm. Wir müssen nur ein paar Gegner verprügeln jetzt und dann sind wir ja quasi schon im finalen Abschnitt. Genau, das wird gut gehen. Das genau, hier waren wir. Sehr gut. Oh, doch nicht? Ach doch. Ja. Oh. Ach ja. Doch. Ja klar, das ging ja immer so schnell. Ja, ich mag die Typen nicht.
Damn. Oh, das ging aber wirklich flott. Jetzt haben wir ordentlich hier abgesagt. Weißt du, woran das liegt, warum das so schnell geht? Skill. Skill ist das, natürlich. Das ist der gute Skill. Ich dachte, das wäre nur ein Gerücht. Es sind schon wieder 5 Minuten rum. Der Q-Rex ist nämlich richtig durchgeskillt. Das gefällt mir. Ich glaub, ich sollte immer so jemanden haben, der mir das sagt. Aber ernsthaft, ich glaube, du bist ein richtig guter Spieler, weil ich damals gesehen habe, wie du einfach mal Zelda 1 quasi durchgerockt hast. Und Zelda 2. Es war wirklich, ich bin blass geworden vor Neid, wie gut du gespielt hast. Also das sind ja Spiele, die sind ja, erstens habe ich die schon mehr als einmal gespielt und zweitens, der hat mich runtergeschoben. Nein. Und zweitens sind das Spiele mit einer relativ einfachen Steuerung. Wenn das komplexer wird, also es kommt auf das Spiel an, dann bin ich teilweise echt richtig beschissen. Also ich würde sagen, ich bin durchschnittlicher Spieler. Ja, gut, das will ich auch nicht mal behaupten. Es gibt viele Leute, die haben es nie geschafft, Zelda 2 durchzuspielen. Das liegt bestimmt am Ende. Das ist echt brutal, das Ende von dem Spiel. Yeah. Ach, der Schatten. Ich hab's geschafft. Ich hab das beste Item. Hast du das mal gespielt? Zelda 2? Ja, ich hab's auch, wie gesagt, durchgespielt, aber es war eine Bitch, wenn ich das mal so sagen kann. Hat mir auch trotzdem besser gefallen als Twilight Princess. Aber wie gesagt, ich gebe Twilight Princess noch eine Chance. Deswegen guck ich dir besser gefallen als. Ich meine. Ja, ich kann es dir nicht anders sagen. Twilight Princess war meine große Enttäuschung. Aber sobald jetzt für die Wii U ein Remake rauskommt, gönne ich es mir nochmal komplett und werte es nicht von vornherein. Ich leg's ein und will es wie ein neues Zelda genießen. Deswegen möchte ich so wenig davon sehen. Deswegen gucke ich auch gerade dein Let's Play dazu nicht. Das habe ich ja schon mal gesagt. Also ich gebe dem Spiel auf jeden Fall eine neue Chance, weil alle loben es und so weiter. Und ich fand es bis jetzt das enttäuschendste Zelda. Das ist natürlich bitter. Sag mal, was machen wir jetzt eigentlich noch? Wir gehen jetzt nicht. Den Eistempel haben wir doch heute schon mal, oder? Ja, warum sind wir. Hast du jetzt den Eistempel gewählt? Ich hab nicht den Eistempel gewählt. Nee, der kommt automatisch, weil wir mit diesem Spieler hier zusammenspielen. Oh nein, dann müssen wir jetzt rausgehen oder was? Wir haben doch alles schon gezeigt. Dann gehe ich auch auf egal. Ja, dann gehen wir auf egal, dann müssen wir leider rausgehen. Dann gehen wir lieber raus, aber ist ja nicht schlimm, ne? Der tut ja verkraftet. Der findet schon wieder einen. Mir tut es leid, aber der vor allem, weil der nicht schlecht war. Aber ja, das können wir jetzt erstmal allerdings machen. Ich denke mal, der Devin hat jetzt auch gerade egal genommen. Ich glaube, ihm war es auch nicht so wichtig. Vielleicht macht er jetzt auch gleich Schluss mit uns. Ja, das klingt so traurig. Ja, aber ja, Schluss mit uns. Es liegt nicht an euch. Es liegt an mir. Es liegt an Devin. Devin ist schuld. Ja, mal sehen, wer von uns zuerst aufgibt. Einer muss die böse Nachricht senden, aber ich glaube, ich mache das mal ganz hart. Ich weiß auch nicht mal, wie das geht. Ich muss dringend weg, es tut mir sehr leid, Q-Rex. Der lügt! Ja, dieser scheiß Q-Rex! Okay, wir hängen jetzt auf jeden Fall noch ein Levelchen dran. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, was machen wir denn? Gehen wir in die Lavahöhle? Wir gehen in die Lavahöhle, denn gemeinsam schaffen wir das. Ja, gemeinsam sind wir stark. Okay. Ich war noch nie, aber du hast mich gewarnt davor, dass es doch relativ hart sein soll. Ich glaube, ich habe das mit Toshi Jena eigentlich schon zusammen Let's Played und dann ist ja die Aufnahme auch bei ihm kaputt gegangen. Und da waren die ersten Levels durchaus schaffbar und später wurde es in einer bestimmten Stelle richtig schwer. Richtig schwer. Und ich glaube, das schaffen wir auch nicht zu zweit, sondern es wäre am besten, wenn wir das am ehesten mit Toshi Jena auch zusammen machen. Vielleicht mache ich das. Ich hab jetzt auch am Wochenende nochmal eine Spielsession geplant. Also ich weiß nicht, da kannst du, glaube ich, nicht. Nee, vielleicht leider nicht. Du da auch probieren. Also eigentlich möchte ich möglichst viele Folgen mit dir haben. Das wäre mir schon sehr wichtig. Deswegen müssen wir mal gucken, wie wir das planen. Aber das mit dir zusammen und Toshi Jena, dann schaffen wir das ganz bestimmt. Das schaffen wir super. Ich würde aber trotzdem mal sagen, dass du jetzt nochmal ein Kostüm kaufen gehst, weil du hast doch die Kohle dafür zusammen, oder? Ja, das schon, aber nicht für die Feuerwelt. Ja, aber du wolltest das Eiskostüm haben. Okay, dann machen wir jetzt einfach die Feuerwelt gleich nach. Ich habe gedacht, zeigst du mal dieses wunderhübsche kleine Andi-Rutschding. Das kaufe ich dann noch zusammen. Das kaufe ich auf jeden Fall noch zusammen. Das wird schön. Dann zeige ich das den Leuten. Das ist nämlich so wuschelig. Ich fühle mich da richtig wohl. Es tut mir richtig leid, dass ich das jetzt im Feuerlevel ablegen muss. Ja, das wird zu heiß. Da schwitzt du drin, dann stinkst du. Es ist eh schon zu spät. Es ist zu spät. Es ist zu spät. Kommst du jetzt noch rein? Ich komm rein, ja. Okay. Der Alte labert mich nur wieder zu, das alles. Ach so, ja. Was ich sagen wollte nochmal. Moment mal, für was habe ich das jetzt überhaupt ausgesucht? Weiß ich nicht. Okay, nee, ist alles in Ordnung. Ich glaube, es ist alles in Ordnung. Was ich sagen wollte. Also, ich finde es eigentlich ganz cool, dass du Zelda 2 offenbar cool findest. Denn das finde ich auch. Es ist ein tolles Spiel. Es ist halt sehr untypisch für Zelda und deswegen häufig nicht so ganz beliebt, glaube ich. Und eben auch, weil es so schwer ist. Mhm. Aber ich finde, es ist unglaublich prägend für die Zelda-Reihe. Ich gehe in den Vulkan jetzt. Mir macht es auch Spaß. Es hat für ein NES-Spiel ein unglaublich gutes Gameplay. Wenn du zum Beispiel mal das Sprungverhalten von Link vergleichst mit dem Sprungverhalten von Simon Belmont in der Castlevania-Reihe, das ist eine ganz andere Nummer. Viel besser. Und deswegen mag ich das so gerne. Es gibt seltsamerweise viele Titel, die nie so groß Videospiel beeinflussend genannt werden, obwohl sie es getan haben. Zum Beispiel Metroid Prime fand ich für die Konsolenspiel-Sprungsteuerung sehr bedeutend. Wenn ich eine Generation vorher Turok gespielt habe, wo ich immer runtergefallen bin, bei Metroid Prime war das super. Ja. Von der Steuerung her. Ja,
Also Metroid Prime habe ich noch nicht gespielt, muss ich sagen. Das wollte ich gerne mal in den Classics nachholen. Wäre für mich blind. Ich habe allerdings schon mal gesehen, wie es so in etwa abläuft. Kann mir aber noch nicht vorstellen, wie sich das anfühlt. Das es fühlt sich an wie Super Metroid in 3D. Ja, okay, das ist dann richtig gut, denn Super Metroid ist ein Top-Spiel. Ich gebe dir mal einen Tipp, also ich und der Zoljo, wir arbeiten gerade an einem Review dafür. Also momentan hängt es ein bisschen bei mir, dass ich noch keine Zeit habe, das Review zu machen. Mhm. Aber das wird bald kommen und dann kannst du dir jetzt angucken und anhören meine Meinung dazu und vielleicht gefällt es dir dann. Mhm. Und würdest du es machen als Blind, du hättest auf jeden Fall einen Stammzuschauer, kann ich dir gleich sagen. Echt wahr? Okay, da bin ich sehr gespannt. Weil sie sollen ja eigentlich auch relativ erwachsene Spiele gewesen sein für die Konsole damals. Was mich immer interessiert. Ist ja Metroid an sich sowieso schon. So, gehen wir gleich in den Glutpass rein, oder? Ja. Klingt sehr gut, am Bypass. So. Am Bypass, genau. Ach, muss mich mal kurz an der Nase kratzen, Entschuldigung. Hab's gesehen. Wie machst du es eigentlich mit den kurzen Ärmchen? Ich mach das nicht mit den Armen, ich mach das mit den Zehen. Wie so ein Hund, weißt du? Ich kann hier mit dem Ohr kratzen. Und wenn du da mal an einem Nasenhaar hängen bleibst, das tut weh. Das tut, glaube ich, das tut richtig weh. Dann mache ich mich zu einer Kugel. So. Also ich habe jetzt das einzigste sinnvolle Outfit dafür genommen, was mir eingefallen ist jetzt. Und zwar? Lass dich überraschen. Lass dich überraschen. Na gut, wir haben jetzt den Boomerang. Ich kenne noch kein Outfit, das... Oh, das ist doch gar nicht. Liebe Leute, wir tauchen gleich sofort wieder hier auf. Gut, aber das Problem mit Multiplayer-Zelda-Spielen ist für mich immer auch, dass Link seine Individualität so ein kleines bisschen verliert. Mhm. Er ist halt nicht mehr der Held, sondern du hast halt so eine Gruppe von witzigen Helden. Wobei, ich glaube, bei Four Swords wurde der einfach geteilt, ne? Der wurde gespalten, genau. Also da geht es noch irgendwie. Hier sind es nur irgendwelche namenlosen Helden, die halt... Was aber halt keinen so Sinn macht. Sollen, was absolut was keinen Sinn macht. Okay. Das war knapp. Es tut mir leid. Das war doch super. Ich habe selber geschwitzt gerade. Yeah, Teamwork! Oh, ich wollte gerade sagen, du willst mich gerade in Lava klatschen. Okay, schön da drauf. Das ist übrigens mein wunderschönes Tingle-Kostüm. Das nutzt mir Folgendes, wenn ich irgendwo runterfalle, kann ich quasi wieder hochgeholt werden. Drei Versuche, ne? Dreimal gerettet werden, ja. Das ist gut. Ich fürchte nur, hier hast du die meisten Abgründe mit Lava gefüllt und da würde ich das wahrscheinlich nicht schützen. Ich muss das mal kurz. Darf ich das mal testen? Okay, nee, einfach. Ich teste es nicht. Das fände ich jetzt. Für die Wissenschaft! Nein. Wir werden es schon noch sehen. Irgendwann fällst du vielleicht nochmal in die Lava. Das heißt vielleicht? Das ist höchstwahrscheinlich. Oh, er wirft mich direkt rüber. Schnell rüber! Komm rüber! Ich hab ihn angezündet. Ich hab ihn angezündet. Es tut mir leid. Wir haben ihn beide angezündet. Okay, beste Akteur des Tages. Ich wusste nicht, dass das funktioniert. Ohne Mist. Hast du gewusst, dass das geht? Das war super, ich hab das noch nicht gesehen. Dass man sich gegenseitig catchen kann. Und sich in der Mitte trifft. klasse. Super Spiel, bestes überhaupt. Oh, er hat sogar noch ein Gewehr mitgeholt. Aber guck mal, ich glaube, du bist wirklich gerettet gewesen. Du hast einen Ballon verloren. Und ich nehme mal an, dass du dann kein Herz verloren hast dafür. Das kann gut möglich sein. Das heißt, das war einfach ein extra Herz. Das ist fantastisch. Aber sag mal, ist Tiggle etwas fetter? Das Tiggle-Kostüm ist nicht. Das kann ich mir gut vorstellen. Eine Plauzbank. Was bildest du schon wieder mit mir? Okay, da wirft mich durch die Gegend. Aber dann? Ich bin ja. Ja, okay, hier. Ich bin ein bisschen planlos gerade. Er meinte mich nicht. Er wollte, dass ich nicht so rumtrödel. Das Problem ist, er weiß schon, wo es lang geht, fürchte ich. Und ja, ich denke auch. Ich weiß es auch nicht so genau. Aber ich habe das eigentlich schon mal gespielt zusammen mit Toshihina, aber ich weiß es jetzt auch nicht mehr. Ist er aber eigentlich, wenn ihr ein Team macht, so der Anführer, der sagt, wo es lang geht? Was, wie? Ist er dann im Team der Anführer? Sagt der Toshihina? Ja. Nee, ich bin doch immer der Chef. Ich bin halt sehr, sehr hart, sehr männlich, sehr dominant, sehr stark, sehr schlau, sehr, sehr schön und sehr bescheiden. Und sowieso. Vor allem bescheiden. Und deswegen bin ich normalerweise der Chef. Ich meine, bei uns, okay, da übernimmst du manchmal die Kontrolle so ein bisschen, weil du halt. Wenn du beschäftigt bist. Und wie bitte? Wenn du beschäftigt bist gerade, muss ich. Ja, oder wenn ich zu blöde bin oder nicht schlau genug, nicht stark genug, nicht schön genug, irgendwas davon, ne? Aber ach ja, sind 5 Minuten schon wieder um. Der Q-Rex ist immer schlau genug. Danke, du hast schon gemerkt, dass ich langsam so ein bisschen ausflippe, ne? Ich muss das alles schon selbst sagen, damit es funktioniert. Ja, ich habe gesagt, ich habe wieder meine Pflicht vernachlässigt. Nein, also in Wirklichkeit ist es so, ich bin überhaupt nicht so der Typ, der es mag, wenn überhaupt sich jemand echt als der große Anführer aufspielt, sondern ich mag eigentlich echtes Teamplay lieber.
Allerdings, wenn in manchen Situationen braucht man ja schon jemanden, der sagt, jetzt mach mal X und Y, damit sich die Leute koordinieren können. Und das, da habe ich kein Problem, das zu übernehmen. Aber ich stehe auch nicht groß drauf. Also ich brauche das auch nicht. Und wenn mir jemand anderes sagt, mach das mal, dann habe ich auch kein Problem damit. Also ich habe kein Problem mit Autoritäten, sage ich mal so. Ich sage mal, das Problem habe ich auch nicht. Ich habe nur ein Problem, jetzt mal auch so privat und so weiter, wenn ich jemanden nicht kenne, der mir sofort eine Anweisung gibt. Da habe ich eine Allergie dagegen, einfach aus dem Grund, das habe ich schon beim Bund genug gehabt. Achso, ja, kommt mal mit, Leute. Nein. Yay, kleine Prinzessin runtergerissen. Ich auch nochmal. Haha, happen. Kannst du direkt rüberwerfen, genau. Ey, eigentlich würdest du mich doch mal einheben, da kommen wir an die Herzen oben ran. Hä? Ah ja. Das wollte aber nicht. Okay, danke, Kumpel, wir wollten noch Herzen haben. Okay, er ist jetzt der Chef. Er übernimmt jetzt Leitung. Er ist der Chef, ja. Du hast ein Problem damit, weil du magst es nicht, wenn Leute es tun. Ich habe ja kein Problem mit Autos. Wenn ich sie nicht kenne, dann kotzt mich an. Ich will so kurz nochmal Smalltalk mit jemandem führen. Okay, du bist der und der, ich bin der und der. Alles mal klären, sich kennen. Da akzeptiere ich das. Aber wenn ich eigentlich kenne, der mir sofort Anweisungen gibt, da reagiere ich irgendwie allergisch drauf. Da möchte ich auch nicht. Ja, das kann ich auch irgendwie verstehen. Das ist für mich aber nicht eine Frage von Autorität an sich, sondern eine Frage von Höflichkeit, ja. Ja. Und das. Oh. Yay, hast mich noch! Nein! Entschuldigung, es tut mir leid, das war keine Absicht. Ich hab Luftballons! Oh Gott! Okay, ich habe ihn leider nicht retten können. Jetzt kommt zu mir rüber, liebe Leute. Oh nein, das war falsch. Zuerst er, genau. Yeah, jetzt haben wir es. Geht auch, oh, wow. Das ging irgendwie nochmal gut. Also ich muss sagen, der Luftballon ist echt gewinnbringend. Ja, der ist echt ganz gut. Ich meine, es hätte dir jetzt auch nicht wirklich was geschadet. Du hättest halt ein Herz verloren. Das heißt, effektiv gibt er nur maximal 3 Herzen extra. Würde ich so sehen. Nee, stimmt schon. Unter einer besonderen Situation gibt er mir 3 Herzen extra. Du möchtest aber auch nicht, dass die restlichen Herzen aufheben, oder? Entschuldigung, ich dachte, du willst da werfen. Wirf! Also okay, dann werfe ich ja. Vor allem, ich dachte, du wirst da werfen. Würfe! Werf! Los! Keine Geduld. Oh, jetzt habe ich ein Problem, weil jetzt habe ich meine Autorität spielen lassen und jetzt, ich habe mich nicht ausreichend. Ich bin übrigens der Q-Rex, hallo. Und ich mag gerne Spaghetti Bolognese und keine Kühe. Jetzt darf ich dich rumkommandieren, hoffe ich. Das macht aber auch Sinn. Du machst bestimmt Hack und Hack halb-halb, oder? Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Davon schmeckt nur die Hälfte gut. So, Lieblingsfarbe, wenn wir schon mal dabei sind, wir sind ja nicht oft miteinander, also es ist ja unser erstes gemeinsames Let's Play, da kann ich dich ja quasi auch ein bisschen ausfragen, was die Zuschauer vielleicht noch nicht so wussten. Genau. Also, Lieblingsfarbe? Das kommt drauf an, worum es geht, ganz ehrlich. Was? Ja. Das macht doch gar keinen Sinn. Doch, das macht ganz viel Sinn. Pass bitte auf, erkläre dich. Ich habe das tatsächlich schon mal in einem Special von mir, in so einem Tag-Dingsen da gesagt. Meine Lieblingsfarbe ist für, ganz speziell, Magieeffekte grün. Ich mag das einfach, wenn es grün leuchtet. Ganz, alles, was grün leuchtet, finde ich super. Während ich das zum Beispiel bei Klamotten gar nicht mag. Es verwirrt mich immer noch ein bisschen, aber es klingt zumindest logisch. Ja, ich komme doch schon hierher. Was ist denn los? Ich bin doch schon hier. Du hast gesehen, wie ich eingerannt kam, wie der Teufel. Ja, du hast es gut gemacht. Du bist richtig angeflitzt. Ja, pass mal auf, das hat mich... Gut, dann stelle ich mal eine Frage, die vielleicht ja noch nicht gestellt wurde. Deine lieblingsweibliche Schauspielerin. So, ich denke, das hat dich noch keiner gefragt. Ist auch völlig belanglos. Siehst du, genau da die Reaktion. Ich kann mir kaum den Namen von weiblichen Schauspielern merken. Doch, warte mal. Klar, hatte eine Weile lang eine... Oh, jetzt war ich zu abgelenkt. Entschuldigung. Du hattest eine weibliche... ich hatte noch keine weibliche Schauspielerin. Also die wäre... Ja, eigentlich nicht eingesagt. Aber ich meine die... Ich vergesse immer ihren Namen. Die schlimmen Namen sind nicht so wichtig. Du musst dir merken, wie sie aussah. Die sieht gut aus. Nein, ich meine die weibliche Hauptdarstellerin aus der Filmreihe von Resident Evil. Mila Jovovich. Mila Jovovich, die mag ich aus irgendeinem Grund, aber irgendwie auch nur in den älteren Filmen. Irgendwann hat sie immer mehr versucht, immer sexier zu sein. Und dann fand ich das so aufgesetzt, dass sie mich genervt hat. Aber die ist eine der wenigen, deren Gesicht ich mir überhaupt merken kann und deswegen mag ich sie. Das irgendwann wird aus sexy nuttig. Das ist wirklich so, irgendwann ist die Grenze überschritten. Okay, kommen wir mal wieder auf Topic, aber ich werde es vielleicht nachher nochmal machen. Ich will da noch was ein bisschen Topic wieder reinholen, das nicht allzu sehr auf Topic ist, sonst regt sich vielleicht irgendjemand auf oder findet das nicht so toll. Aber ich muss dich nachher noch ein bisschen mehr ausfragen. Ja, ich hätte dir zu der Farbe noch ganz viel erzählen können, aber ich kann auch einfach auf mein etwa 40-minütiges Special dazu verweisen. Ja, ich stelle ja ungewöhnliche Fragen. Aber sag mal, hast du einen Plan, was wir jetzt eigentlich machen sollen? Keine Ahnung, da hat noch irgendein Gegner gefehlt, aber jetzt haben wir ihn, glaube ich. So, alles klar. Töten war die Lösung. Einfach alles umbringen. Wartet aber auch nicht mehr gerne. Okay, guck mich rüber. Und, komm her. Stell mich schon mal in Scheinkreis der Besonderheit rein. Nein! So. Nein!
Ich will dich nicht. Vor allem, ich finde das cool, dass die Links das einfach so flexartig jemanden fangen können. Ja, stell mal vor, du wirfst einfach mal so einen 75, 80 Kilo Typen und du fängst den einfach so, bam, kein Problem. Ja, der wiegt nicht so viel. Ich meine, der ist relativ klein. Der wiegt bestimmt nur 30. Ich hab das Monster jetzt. Ist das gut? Oh, ich glaube, das ist gut. Ich habe was Gutes bekommen. Oh yeah. Ja, ich habe einen Stein gekriegt. Ja. Toll. Das ist eigentlich auch ein Weg mitnehmen. Nehme ich einen Stein. Wahrscheinlich waren in allen drei Teilen Monsterherzen drin, aber da waren schon Links vorher dabei und haben einfach so Steine reingesteckt. Das ist nicht ganz so enttäuscht. Sowieso so eine Theorie immer, ne? Warum sind die Kisten immer noch voll? Also bei Zelda könnten immer Grabräuber sein, die vorher schon alles rausgeräumt haben. Ja, nee, gibt's nicht. Die räumen das alle nur rein. Die wissen nicht, wie das mit dem Räuber funktioniert. So, liebe Leute, aber ich glaube, dieser Part muss jetzt beendet werden. Oh oh. Ich weiß gar nicht, wie weit haben wir denn schon? Wir sind schon ganz schön weit. Aber ich möchte, dass der Moff diesmal tschüss sagt. Der kann das nämlich ganz besonders toll. Mach das mit deiner schönsten Frauenstimme. Ich habe leider keine schöne Frauenstimme. Nein, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war mir wieder eine große Freude und ich hoffe, ihr kommentiert auch fleißig einfach, was eure weibliche Lieblingsschauspielerin ist. Also auch gerne Lieblingsfarbe. Eure Lieblingsmagiefarbe. Lieblingsmagiefarbe ist richtig toll. Bitte die Lieblingsmagiefarbe. Das würde mir sehr gut gefallen. Also, bis später. Ciao. Und ciao.